zum Start in den Monat April eine kleine Tour über alle laufenden Projekte, um euch mal überall auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Aktuell 9 Aquarien plus ein Miniteich. Ja, nebenbei auch noch 3 kleine Kübel, so wie die beiden hier direkt hinter mir, besetzt mit jungen und alten Medaggas, die in jedem Fall auch noch nach draußen sollen. Also es gibt ein bisschen was zu schauen und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und starten mit dem Flussbiotopbecken hier direkt neben mir. Ist ja kein Geheimnis, dass ich mit dem Becken nie so wirklich glücklich gewesen bin. Sollte immer mal so ein bisschen aufbereitet werden, insbesondere optisch aufbereitet werden, also um die Optik, ja, da ging es mir hauptsächlich. Das war alles nicht ganz so wirklich durchdacht, wie ich es hier angegangen bin. Angefangen von dieser Wurzel, die doch so ein bisschen aufgesetzt wirkt. Und ja, dann kam eben auch der Umbau vom Bachlauf-Aquarium dazu und dass ich immer wieder mal Pflanzen hier mit eingebracht habe, die eigentlich gar nicht rein sollten, ne, aber weil ich eben nicht wusste, wohin damit. Erstmal hier zwischengeparkt und deswegen das Ganze jetzt so einen kleinen wilden Wildwuchscharakter in dem Sinne. Also nie so wirklich angekommen das Becken und ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, nichts weiter an dem Becken zu machen. Klingt komisch, ist es aber nicht, hat den einfachen Hintergrund, dass ich die komplette Front hier in jedem Falle noch verändern möchte. Die Frage ist wann. Ja, also das wird jetzt keine Sache sein, die ich in den nächsten 2-3 Wochen durchgezogen bekomme, das definitiv nicht. Eher was dann in Richtung Frühsommer, bis in den Sommer hinein, guten 1,50 Meter, 1,80 Meter Becken kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ein bisschen was Größeres in der Planung und dann wäre das Becken quasi sowieso überflüssig. Ja, von daher will ich jetzt hier keine großartige Veränderung mehr machen. Das soll so weiterhin laufen, wie es ist. Die Pflanzen können wachsen und gedeihen, den Tieren geht es gut. Kardinalfische sind ja drin, von daher alles halb so wild. Ne? Bisschen optisch stört es mich natürlich jeden Tag, wenn ich mir das Becken anschaue. Dann denke ich mir, okay, da hättest du eigentlich auch wesentlich mehr draus machen können. Aber wie das eben so ist. Ne? Jetzt eben dann doch die Entscheidung gekommen, okay, könntest doch eigentlich hier die komplette Front so ein bisschen verändern und dann wäre auch Platz für etwas Größeres da. Von daher lassen wir den Spaß mal so laufen, wie es ist. Aber eine großartige Veränderung wird es jetzt hier erstmal nicht geben. Nehmen wir auch mal ganz kurz die beiden Kübel mit rechts neben dem Flussbiotopbecken. Die sind beide besetzt mit Metaka White Lame Nachzuchten. Nur hier sind schon etwas größere Jungtiere unterwegs. Lassen sich natürlich auch deutlich besser filmen, ganz klar. Alles in allem, also um die 20 Jungtiere hier in dem Kübel. Und auf der rechten Seite geht es ein bisschen kleiner zu. Die sind erst wenige Wochen jung. Dafür aber in der Anzahl deutlich mehr. Also alles in allem, also Pi mal Daumen, 40 bis 50 Jungtiere hier in diesem kleinen Kübel. Ja, die sollen in jedem Fall auch früher oder später nach draußen. Und wenn die beiden Kübel dann raus sind, spätestens dann habe ich nochmal komplett andere Platzmöglichkeiten. Von daher lassen wir das Ganze einfach mal so, wie es ist mit dem Flussbiotopbecken und dann schauen wir mal weiter, was die nächsten Wochen so bringen. Keine Nachzuchten ohne Elterntiere, deswegen nehmen wir auch die Medaka White Lame Alttiere mal ganz kurz mit. Die sitzen hier auf der Fensterbank, noch in ihrem Winterquartier. Auch die freuen sich sicherlich drauf, jetzt demnächst nach draußen umziehen zu können und ja, draußen loslegen. Das ist in jedem Falle ein Thema für den Monat April. Hat ja letzten Monat nicht so ganz geklappt. Ich wollte ja eigentlich letzten Monat schon gestartet sein draußen, aber ja, diesen Monat wird es in jedem Falle hinhauen und dann legen wir draußen richtig los. So, ich habe draußen noch einen Kübel stehen mit jungen White Lame Nachzuchten, beziehungsweise eine kleine Plastikbox. Und wir gehen auch gleich nochmal raus und dann schauen wir mal eben auf die Mörtelkiste, auf die Medaka Yanguify und das in jedem Falle später noch. Ja, das Wetter draußen richtig schön ungemütlich, also typisches Aprilwetter. Es ist böig, es ist teilweise auch richtig stürmisch und Regen, teilweise auch Hagel. Alles Mögliche heute schon dabei gewesen. Deswegen nochmal ein paar Kleinigkeiten hier drinnen mitnehmen und ich hoffe mal, die Sonne lässt sich nochmal blicken und dann gehen wir in jedem Falle nochmal nach draußen. Ansonsten schöne Entwicklung am Projekt Bachlauf Aquarium, auch wenn das Becken längst noch nicht so weit ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Also fertig ist das Becken noch nicht. Ne? Bisschen was an Bepflanzung fehlt noch unter Wasser.
Gerade so der rechte Lavafelsen, der muss noch ein bisschen ausgekrümmt werden. Der sticht bei diesem Flussgestein noch so ein bisschen unschön hervor. Und auch dieses Holzstück da oben, das soll in jedem Falle noch alles ausgekrümmt werden. So als kleiner Übergang dann eben in den Emersen-Bereich. Und da soll es ja dann mit dem Thema Hydroponik weitergehen. Na, da möchte ich mich austoben mit allem Möglichen, was in der Wasserkultur möglich ist. Ja, ich gehe hier auf Rankmöglichkeiten, natürliche Rankmöglichkeiten. Ich wollte hier keine Bambusstäbe oder irgendwas einsetzen oder ja, Kunststoffrankgitter, sondern habe mich hier eben für ganz normale Holzstücke entschieden. Und darauf darf dann ganz gerne Monstera, Efeutute und Co. aus dem Becken herauswachsen. Also die Hydroponik wird ein zentrales Thema sein am Projekt Bachlauf-Aquarium. Eigentlich so, wie es schon mal gewesen ist, nur eben mit einer komplett neuen Bepflanzung. Und was den Fischbesatz angeht, da geht es langsam aber sicher auch wieder in die richtige Richtung nach dieser bakteriellen Infektion. Ja, letztes Jahr jetzt mittlerweile die Melanotaenia lacustris wieder von 2 auf 6 Tiere aufgestockt. Das hat richtig gut funktioniert mit diesen 4 Jungtieren und ich werde da auch auf kurz oder lang, ja, eher demnächst, als wie, dass ich das Ganze irgendwie noch auf lange Zeit herausschieben möchte, noch weitere Tiere einsetzen, um dann hier dem Zielartenbecken für die Lacustris ein bisschen näher zu kommen. Keine Ausfälle bei den Tieren, keine Krankheitsanzeichen, also das hat Spaß gemacht, so soll das sein. Die Bestellung bei Tropic Water und Tropic Water wird auch meine nächste Anlaufstelle sein, wenn es darum geht, weitere Tiere nachzubestellen. Gleiches auch für die Netzpinselalgenfresser, überhaupt keine Probleme. Die 4 Jungtiere super gut integriert worden von den beiden Alttieren. Und ja, so macht es einfach Spaß, in der Entwicklung mitzunehmen. Und so kann es gerne weitergehen.369 Tage Standzeit heute auf den Tag genau für das Juwel Lido 120 und somit für das Beta-Projekt. Gut, der Kampffisch kam ein bisschen später. Na, der ist jetzt seit Juli 23 hier in dem Becken, also auch schon ein bisschen länger. Und was soll ich sagen? Die komplette Entwicklung bis hierher ist wirklich schön. Also von der Bepflanzung angefangen hat das Ganze richtig gut funktioniert. Klar habe ich auch hier ein bisschen was herumexperimentiert. Letztendlich bin ich dann ja, bei dieser Procostoma quadrifolius so ein bisschen hängen geblieben, auch wenn ich sie schon so oft verteufelt habe und rausschmeißen wollte. Aber ich denke mal, auch das war die richtige Entscheidung, an der Bepflanzung hier festzuhalten. Denn es ja, hat seinen eigenen Flair irgendwo. Es ist ein bisschen Dschungelfeeling hier. Dem Kampffisch gefällt es richtig gut. Ja, der hat ordentliche Rückzugsmöglichkeiten, ordentliche Versteckmöglichkeiten. Und der Beibesatz mit den Hengelskeilflagg-Bärblingen passt einfach wunderbar. 369 Tage Standzeit auch für den Juwel Bioflow Innenfilter und das Ganze ohne Reinigung. Ich habe immer gesagt, das machen wir mal zusammen. Das Jahr hat er jetzt voll. Und ich denke mal, die nächsten Tage ist es dann auch soweit. Na, dann schauen wir mal rein, schauen wir mal, wie ich den aufgebaut habe, was ich an Filtermaterial verwendet habe und vor allen Dingen, wie es da drin aussieht. Na, also matschig wird es in jedem Falle sein, davon gehe ich mal schon aus. Aber bis hierher ist noch nicht mal zwingend eine Reinigung nötig, ne? Weil Durchfluss ist immer noch völlig in Ordnung. Auch das Ganze jetzt nach knapp über einem Jahr. Ich glaube, das können wir hier oben an der Wasseroberfläche erkennen. Natürlich die Procostomon, die bremst ordentlich weg, die bremst ordentlich aus, aber grundsätzlich Wasserbewegung, also eine Durchströmung ist in jedem Falle noch ordentlich vorhanden. Aber gut, wir schauen mal die Tage rein und dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin, was ich da Hübsches drin verbaut habe. Ein weiteres Projekt, was eigentlich schon gar nicht mehr stehen sollte, ist das ehemalige Zimmerpflanzenaquarium. Das Becken soll ja eigentlich komplett aufgelöst werden, weil hier was komplett Neues entstehen soll. Ein etwas größeres Becken, dann als Artenbecken für die australische Wüstengrundel. Und aktuell ist das Becken hier wieder belebt. Ja, es sind Guppies eingezogen, und zwar Entler-Guppies aus dem Kinderzimmer-Aquarium.
Ja, da stehen so ein paar Renovierungsarbeiten an und deswegen habe ich das Becken im Kinderzimmer erstmal aufgelöst. Ihr kennt das Becken nicht, denn ich möchte im Kinderzimmer nicht filmen, deswegen hat das Becken nie eine wirkliche Rolle gespielt. Aber da waren eben, wie gesagt, jetzt Entler-Guppies drin und die Tiere habe ich erstmal behalten. Und das Becken ist weg. Ob da ein neues Becken reinkommt, weiß ich noch nicht, ist noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber die Tiere wollte ich jetzt nicht vorzeitig abgeben, ne? Weil gerade diese Entler-L-Tigre, die gefallen mir dann doch noch von den Entlers mit am besten. Und ja, mal schauen, wie es mit den Tieren hier weitergeht. In jedem Falle will ich das Becken, ja, möglichst zügig hier weghaben vom Standort. Deswegen, es kann gut sein, dass es erstmal so wie es ist, 1:1, dann rüber geht ins Wohnzimmer. Sobald ich die beiden Kübel weghabe mit den Medaka White Lambs, dann könnte das Becken da erstmal stehen, bis ich da die passende Entscheidung getroffen habe, wie es im Kinderzimmer weitergeht. Hier sind nämlich auch noch Wasserpflanzen drin. Einige neu gekaufte Töpfe, Eriocaudon zum Beispiel. Ach, die eine oder andere Cryptocurrine ist hier auch noch mit drin. Ableger der Procostomon quadrifolius. Ach, Ableger der Schismatoglottis pretoi. Also hier ist einiges an Sammelsorium unterwegs. Und eben jetzt, wie gesagt, ein paar Entler-Guppies. Ja, das war nur so nebenbei mitgenommen, weil eigentlich, wie gesagt, spielt das Becken keine größere Rolle mehr. Die 65 Liter Mörtelwanne, der Miniteich auf dem Balkon. Ja, zum Glück hat sich das Wetter ein kleines bisschen beruhigt, auch wenn es immer noch ordentlich windet. Ich hoffe mal, der Ton ist einigermaßen verständlich. Zum Glück ist es trocken. Ja, deswegen in jedem Falle mal die Gelegenheit, ein paar Aufnahmen zu machen. Ja, überwintert hat das ganze Teil ja hier draußen auf dem Balkon, inklusive Besatz. Teichheizung sei Dank, hat das Ganze auch richtig gut funktioniert. Ja, die Tiere stehen ordentlich da. Denen hat das ja sehr, sehr gut getan, würde ich mal schon sagen, weil eben dieser Vermehrungszyklus für den Winter komplett unterbrochen gewesen ist. Und ja, ich freue mich auf die neue Saison, auf besseres Wetter, auf nicht ganz so stürmische Tage. Aktuell so ein bisschen algenlastig die ganze Geschichte hier. Ja, Quellmoos ordentlich zugealgt, aber das ist normal. Ja, die Pflanzen jetzt erst wieder so langsam aber sicher am Kommen. Fennigkraut steht ganz gut im Neuaustrieb. Auch die Lobelie steht ganz ordentlich. Und von daher bin ich schon ganz guter Dinge, dass diese Algenphase dann auch innerhalb der nächsten Wochen ganz gut überstanden sein wird. Ja, warten wir mal ab, wie sich die ganze Geschichte hier entwickelt. Der soll ja in jedem Falle noch ein bisschen stehen bleiben. Einfach mal schauen, was alles wiederkommt, wie es wiederkommt und wie es dann am Ende in ein paar Wochen aussieht, wenn da mal die Temperaturen konstant ein bisschen höher sind. So, ich habe hier draußen noch eine kleine Kunststoffbox stehen mit ein paar weiteren Young Guifi, Quatsch, mit ein paar weiteren Medaka White Lamb Nachzuchten. Ich würde einfach mal so ein kleines Experiment machen und mal schauen, wo wachsen sie eigentlich besser, ne? Drinnen oder draußen. 14 Tage steht jetzt die kleine Box hier draußen. Und ich muss sagen, so einen wirklichen Unterschied zu drinnen kann ich gar nicht feststellen. Also das scheint ziemlich egal zu sein, ob jetzt Zimmertemperatur oder eben doch ein bisschen kühler. Das ja, scheint nicht wirklich eine entscheidende Rolle zu spielen beim Wachstum der Metacast. Aber ja, bei 14 Tagen ist auch noch ein bisschen früh, da irgendwas zu sagen. Schauen wir mal, wie das Ganze in ein paar Wochen aussieht. Also ein kleines bisschen was wird es in jedem Fall noch dauern, bis das die restlichen Nachzuchten nach draußen können. Ja, nehmen wir mal ganz kurz mit, die beiden neuen Kübel, die entstehen sollen. Und zwar, ich habe mich nicht dazu durchringen können, hier Mörtelkisten hinzustellen, weil mir ansonsten der Platz hier dann doch ein bisschen eng geworden ist. Na, ich kann gerade so hier stehen, so von der Breite her, und bei Mörtelkisten wäre das Ganze noch deutlich weiter hier reingekommen und das wollte ich einfach nicht. Ich habe mich jetzt hier für Pflanzkübel entschieden. Die haben 80, 30, 30 im Maß. Gut, ein bisschen was an Wandstärke muss man noch abziehen. Kommen wir so auf Pi mal Daumen 60 Liter je Kiste. Und ich denke mal, damit lässt sich in jedem Falle was anfangen. Von dem dicken Rand hier oben, das ist so ein Fake-Rand, der steht so ein bisschen über. Davon nicht unbedingt täuschen lassen. So dick ist jetzt diese Wand nicht. Also es bleiben schon am Ende gute 29 cm in der Tiefe und eben auch in der Höhe.
und eben wie gesagt knappe 80 cm in der Länge. Also, frische Aufnahmen von draußen haben dann auch noch funktioniert irgendwie, wenn auch ein bisschen stürmisch die Angelegenheit draußen, aber zumindest trocken war es. Aber ja, so ist das nun mal. Typisches Aprilwetter eben. Ich denke mal, mit diesen 60-Liter-Boxen lässt sich was machen. Und ja, wie das Ganze am Ende entstehen wird, ich freue mich drauf, da draußen richtig loslegen zu können. Wetter soll man sich noch ein bisschen beruhigen, weil bei dem Sturm, und hast du nicht gesehen, brauche ich das auch nicht unbedingt, aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir da die nächsten Tage zumindest mal den Start hinbekommen können, dass die beiden Kisten dann auch vernünftig einlaufen können. So, haben wir noch die Küche übrig. Einmal das kleine Mini hier auf dem Tisch. Sage und schreibe 5 Liter, immer noch diese kleine Rettungsaktion für diesen verkorksten In-vitro-Becher. Einmal komplett ohne Technik das Ganze für die Hydrocotille Tripatitia Mini. Und das Becken steht auch nur noch hier, ja, eben zur Rettung dieser Pflanze. Ne? Nicht mehr, nicht weniger. Die Pflanze wird dann einziehen in das Projekt Blue Cube. So ist es eigentlich geplant. Und das Blue Cube soll ja stehen hier in der Küche, sobald ich da mal hier mit meinem kleinen Umbau fertig bin. Ja, aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich diese Woche hier noch das Regal wegbekomme und dann gibt es schon mal den ersten Teil der neuen Fläche. 3 Meter am Stück sollen es ja werden, ab dieser Höhe. Jetzt sehe ich gerade, ist bei den Pastellkugeln schon das Licht aus. Ja, es ist ein bisschen spät geworden heute. Wir haben bereits knapp 18 Uhr. Oder kurz vor 18 Uhr, also ab dieser Höhe hier. Ne? Wir sind dann so Barhocker-Höhe in der Richtung unterwegs, 3 Meter am Stück. Und das Blue Cube möchte ich ganz gerne dann auch direkt hier hinstellen. Ja. Ich hoffe mal, dass ich da die Woche hier in jedem Falle nochmal einen kleinen entscheidenden Schritt auch weiterkommen werde, dass wir da demnächst ein bisschen weiter sind. So, ansonsten 4 Becken noch im Regal. Ganz oben ja das Mico Devalio Kubotai Artenbecken. Hat sich toll entwickelt, gibt es überhaupt nichts zu sagen. Oder dran auszusetzen, zumindest nicht mal von meiner Seite her. Kann man das Licht ausmachen wegen Gegenlicht. Insbesondere natürlich das Java-Moos, ja, richtig toll gewachsen. Die Tiere haben sich ein bisschen beruhigt, waren am Anfang ein bisschen hektisch unterwegs. Ja, mittlerweile sieht das Ganze doch schon richtig angenehm aus. Ja, Red Sakura Garnelen sind ja auch noch mit drin, richtig schöne Farbtupfer und das Ganze hier in jedem Falle in einer schönen Entwicklung. Ja, Hydroponik, die Monstera Adansonii, Wurzelwachstum total, richtig schöne weiße Wurzeln, so gehört sich das Ganze. Ja. So macht Spaß mitzunehmen und eine ganz, ganz tolle Entwicklung von diesem Becken hier. Schau mal eins tiefer bei den Pastellgrundeln vorbei. Hier habe ich ja ein weiteres Weibchen eingesetzt, um einfach die Wahrscheinlichkeit dann doch nochmal so ein bisschen zu erhöhen, damit es dann irgendwann nochmal funktioniert mit dem Nachwuchs. Das sind die beiden Damen. Wo er sich gerade aufhält, kann ich gerade nicht sagen. Boah, so ist das. Der Herr des Hauses macht sich rar. Ja, so ist das. Auch hier die Hydroponik, die Efatuto Marble Queen. Ja, wächst schon langsam aber sicher aus dem Topf heraus. Aber das geht ja mit diesen Einhängetöpfchen doch relativ einfach. Ne? Einfach rausnehmen, abstehende Wurzeln ein bisschen zurückschneiden und gut ist die Geschichte. Also auch das hier klappt soweit eigentlich ganz gut. Cyanobakterien im Moment kein Thema. Gott sei Dank, mal absolut kein Thema, nichts zu sehen im Moment und ja, so kann es ganz gerne bleiben. Ich habe hier noch einen weiteren Hydroponik-Topf eingesetzt. Auch der ist ja befüllt mit Lavakanulat als Filtermaterial und ja, auch das Pflänzchen steht richtig, richtig schön. Ja, ich könnte jetzt hier warten, bis er sich mal zeigt, aber das würde, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern, deswegen schau mal eins tiefer bei den Dornaugen und den Neocaridina Yellow Fire Garnelen vorbei. Auch hier ist die Beleuchtung schon so langsam aber sicher am runterdimmen. Tja,
Dornaugen, wie immer Fehlanzeige. Es sind noch welche da. So ist es nicht. Also Minimum 5 konnte ich schon mal zählen bei der Fütterung. Aber eben ansonsten ja, gehende Langeweile hier im Becken. Ich habe auch schon mal angefangen, das Becken so ein bisschen rückzubauen. Die Dornaugen sollen ja raus. Die gehen rüber ins Better-Projekt, die werden damit einziehen und dann wird das Ganze hier ein reines Garnelenbecken werden für die Neocaridina Yellow Fire Garnele. Ja, hier ist für mich jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich auf diese permanente Abwesenheit der Tiere reagiere. Ich interpretiere es mit absolutem Unwohlsein und deswegen werden sie ausziehen. Die gehen rüber ins Lido 120, da haben sie deutlich mehr Platz, mehr Versteckmöglichkeiten und wer weiß, vielleicht klappt es ja mit der Vermehrung als Zufallsprodukt dann im Juwel Bioflow Innenfilter. Ich meine, es hat ja schon öfters mal als Zufall im Filter funktioniert, warum nicht dann auch im Bioflow? Ausreichend Platz wäre ja in jedem Falle vorhanden. So, also auch das machen wir die Tage dann zusammen, fangen wir ein paar Dornaugen, setzen die rüber. Und eine kleine Veränderung möchte ich auch nochmal vornehmen an der Bepflanzung im Bitterlingsbaden-Artenbecken. An sich die Tiere absolut gut drauf, überhaupt keine Ausfälle, keine Probleme, stehen richtig schön da, sind ordentlich ruhig unterwegs. Also völlige Gelassenheit, macht richtig viel Spaß, die Tiere auch zu beobachten. Aber die Bepflanzung hier, das passt mir alles nicht so wirklich, insbesondere mit der Kryptokorine Wendy Queen da hinten. Die wird rausgehen. Und zwar werde ich dann die Lavafelsen, die bewachsen sind, mit dem Taiwan-Moos ein bisschen weiter nach hinten schieben. Denn das Taiwan-Moos wächst wie bekloppt. Ich habe da schon einiges abgezuppelt. Das wäre schon längst wieder bis an der Wasseroberfläche gelandet. Das schafft es locker. Deswegen werde ich da hinten so eine kleine grüne Wand bauen. Ziel ist ja immer noch, dass die Tiere sich dann irgendwann mal nach Möglichkeit im Artenbecken auch vermehren und das Ganze kann natürlich nur dann funktionieren, wenn ordentliche Rückzugsmöglichkeiten, Versteckmöglichkeiten gegeben sind und ich denke mal mit einer ordentlichen grünen Wand aus Moos sind dann die Wahrscheinlichkeiten noch mal ein kleines bisschen höher. Nö, aber ansonsten alles soweit in Ordnung, also eher so eine kleine Veränderung, die ich hier noch mal ganz gerne vornehmen möchte und ansonsten bin ich mit dem Bitterlingsbaben happy. Na, schöne Tiere, machen Spaß zu beobachten, haben sich richtig toll entwickelt und so kann es gerne weitergehen. Also ein paar kleine Baustellen, ein paar große Baustellen und ich denke mal ein schöner kunterbunter Mix dann auch für den Monat April. Ja, mal schauen, was am Monatende davon erledigt sein wird oder kann. Ich halte euch natürlich bestmöglichst auf dem Laufenden und nehme euch bei der kompletten weiteren Entwicklung sehr, sehr gerne mit. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich nämlich sagen, mach mal ein Deckelchen drauf für heute. Es ist echt spät geworden. Wir haben es jetzt kurz vor 7. Ja, manchmal dauert es eben ein bisschen länger. In dem Sinne, ich wünsche euch einen zauberhaften Monat April. Kommt gut durch den Monat, habt eine gute Zeit. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Tschüss und bis bald.